Guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist der 24. April 2014. Donnerstag haben wir heute. Mein Name ist Thomas Bob und Sie sind wieder mal zu Besuch in Bobs Analystenstube. Heute schauen wir uns Apple an, denn die sind gestern nachbörslich von 524 gestiegen bis in diesen Bereich hier hoch auf 564. Quartalszahlen waren der Grund, das stärkste Quartal aller Zeiten liegt hinter Apple. Man hat 45,6 Milliarden eingenommen in Revenue, so heißt das, und Record iPhone Sales in den BRIC-Staaten. Das heißt, in den Entwicklungsländern hat man die iPhone-Verkäufe massiv verstärkt. Das ist wunderbar, das sorgt für Gewinn, das sorgt für sprudelnde Kassen und das sorgt heute wohl für ein Gap, das ungefähr $40 beträgt. Und wir schauen uns aus diesem Grund mal die Apple-Aktie an. Hätte man das voraussehen können, wenn wir uns diesen Chart anschauen, dann hätten wir es nicht voraussehen können, denn dieser Chart ist ein Abwärtsdreieck, ein Abwärtskeil, Abwärtsdreieck. Machen wir nochmal das Bild etwas größer, damit Sie das genauer sehen. Schauen Sie sich das an, wenn man diese Nackenlinie hier nimmt, hier oben eröffnet Apple heute, dann ist das ein Abwärtsdreieck. Normalerweise müsste man laut Charttechnik mit sinkenden Kursen rechnen und einer Unterschreitung der blauen Linie, aber es ist ja nicht irgend so ein Allerweltswert, es ist ja Apple und da sieht die Sache wieder mal ganz anders aus. Immer wenn das Papier billig ist, so wie hier, dann kommen Fondsmanager, Langfristanleger und steigen in das Papier ein. Und jetzt haben natürlich einige Leute Probleme, die hier auf einen Kursrutsch gesetzt haben. So, und jetzt zeige ich Ihnen mal was ganz Besonderes. Denn hätte man das vorhersehen können? Na klar, sage ich jetzt mal provokant. Was Sie hier jetzt sehen, ist TradeMiner, die Auswertung für April. Und da sehen Sie jetzt hier lauter Aktien, amerikanische Aktien, die also laut saisonaler Auswertung in 100% der letzten 10 Jahre immer gestiegen oder gefallen sind. Und jetzt tue ich hier mal durchblättern, da sehen Sie, hier ist schon ein Haken. Apple war nämlich am 7. April der Kandidat, den man kaufen sollte. Und die Haltedauer beträgt bis zum 18. August. Jetzt schalten wir mal um. Jetzt sehen Sie diesen Wert hier ganz allein und hier unten sehen Sie die entsprechenden Gewinne, die man generiert hätte, wenn man in dieses Papier eingestiegen wäre. Also jetzt am 17. wäre der Einstiegskurs $520 gewesen. Da wären Sie jetzt schon vorne. Hier sehen Sie es, das waren Gewinne, Verluste der letzten Jahre. Und der letzten 11 Jahre, Sie sehen hier die Gewinne und Verluste. Das Rote ist nicht das Jahr des Verlustes, sondern der durchschnittliche Verlust, das Risiko, was in diesem Papier entstehen könnte, wenn es mal nicht gleich am Anfang so läuft. Hier sehen Sie, was man erwarten kann in dieser Aktie an Gewinn. Und da sehen Sie, da ist schon zwischen $500 und $600 bei einem Anlagekapital von, muss ich jetzt mal hier eingeben, Sie sehen es hier, von $25.000, Entschuldigung, und 10% investiert in die Aktie. Sie wären jetzt also sozusagen am 17. April wären Sie eingestiegen mit $2.500. Und das sind die Gewinne, die Sie jedes Jahr in den letzten 11 Jahren generiert hätten. So, jetzt schauen wir uns mal den Graph an, der zu diesem Einstiegssignal passt. Und wenn ich jetzt mal ein Seminar machen würde, dann würde ich eventuell, wenn ich das so machen würde wie jeder andere, würde ich dieses Signal nehmen und würde sagen, schauen Sie hier, das ist eine saisonale Trefferquote, die ist unglaublich. Jetzt steht das Papier hier oben und Sie müssen auf jeden Fall alle Signale umsetzen, weil das funktioniert. So, das Problem ist nur,
Wir wissen es vorher nicht. Und jetzt schalten wir mal um. Jetzt zeige ich Ihnen mal ein anderes Beispiel, nämlich zu Jahresbeginn gab es mal ein Signal, ein bullisches Apple-Signal am 24. Januar. Da hat Apple in 88% der letzten Jahre zugelegt. Und jetzt schauen Sie sich mal diese Grafik an, die ich Ihnen jetzt hier mal vergrößere. Schauen Sie sich das an, nämlich das waren auch die Veröffentlichung der Quartalszahlen 2 Tage vorher. Wir hatten das sogar damals im Traders Magazin als saisonale Handelsideen. Da habe ich gesagt, hier nur einsteigen, wenn die Aktie über diese Marke hier ausbricht. Ansonsten sollte man vorsichtig sein. Die Quartalszahlen stehen an und Sie sehen, dieses Signal hätten Sie gehandelt und Sie wären bis heute noch nicht im Gewinn. Sie hätten zwischenzeitlich 10% verloren. Gleich 2 Tage nach Einstieg hätten Sie 10% verloren. Also wie gesagt, es ist nicht immer alles mit Gold, was glänzt. Jedes Signal muss einzeln abgeklopft werden. Ich werde persönlich in dieses Signal, was wir jetzt hier sehen, auch nicht ohne weiteres eingestiegen, wenn ich die Quartalszahlen vor Augen gehabt hätte. So, nichtsdestotrotz, das war jetzt mal eine kleine Exkursion, wie man so Börsenbücher schreiben könnte mit 100%iger Trefferquote. So soll man es auf jeden Fall nicht machen. Gehen wir wieder zum Chart. Wo kann man jetzt davon ausgehen, dass Apple wirklich hingehen könnte? Apple muss erstmal über 572 Dollar steigen, dann ist eigentlich der Weg frei bis zum bisherigen Hoch bei 679. Ich gehe davon aus, dass die Aktie sich so verhält, wie sehr viele andere Aktien, die nach guten Quartalszahlen Gaps machen. Es geht zur Eröffnung deutlich nach oben. Dann kommt, muss ich mal markieren, eine kleine Konsolidierung. So verläuft es meistens. Und dann geht es weiter nach oben. Das ist jetzt der Kursverlauf, den ich Ihnen für Apple anhand bisheriger ähnlicher Fälle prognostiziere. Und dazu zeige ich Ihnen jetzt mal das Beispiel Facebook. Facebook hat es nämlich ähnlich geschafft Mitte 2013. Hier sehen Sie diesen Tag, an dem Apple ausgebrochen ist, weil Quartalszahlen sehr gut waren. Apple könnte sozusagen ähnlich laufen. Hier haben wir natürlich dieses Hoch in Apple, was ich Ihnen gezeigt habe, in den letzten 4 Monaten, und wenn es dann zum Ausbruch kommt, kann es nochmal weitergehen, dann kommt eine Konsolidierung und Sie sehen, Facebook ist massiv nach oben gegangen. Das könnte in Apple auch anstehen. Wieso? Weil nämlich die Saisonalitäten, hatte ich Ihnen ja gezeigt, hier sehen Sie es nochmal, sagen, Apple ist ab 17. April ein Kauf. Man soll das Papier für 124 Kalendertage halten bis zum 18. August und der durchschnittliche Gewinn ist 21%. Wenn man also Apple bei 520 gekauft hätte, 520 mal 1,21, dann steigt das Papier mindestens mal bis 629 Dollar. Ist natürlich jetzt schon ziemlich viel vorbei, aber immerhin, das war jetzt sozusagen, das ist anhand diesem Durchschnitt das Ziel. So, und jetzt schalten wir nochmal um. Ich habe hier ziemlich viele Chartprogramme und jedes hat seine eigenen Vorteile. Der Privatanleger, dem geht es natürlich nicht so gut. Er müsste jedes Programm teuer erwerben. Ich teste die Programme für Traders und bekomme die halt erstmal immer zur Verfügung gestellt. Hier sehen wir von Taipan den saisonal erwarteten Kursverlauf für Apple. Ich habe mir erlaubt, den 17. April als Einstieg zu markieren in grün und den August als Ausstieg. Wenn Sie hier das sehen, sollte Apple in der Tat nach oben laufen, sollte laut der ab 1980 generierten lilanen Signallinie konsolidieren und dann weiter nach oben laufen. Wenn man aber die saisonale Linie der letzten 10 Jahre nimmt, die Sie hier in Türkis sehen, dann kann das Papier eigentlich nur steigen. So, und was ich noch auf was ich hier in diesem Chartbild nochmal raus will, Sie sehen hier übrigens wieder mal die berühmten und mittlerweile hoffentlich bekannten
Buy und Sell Setups. Bei Apple gab es in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren, seit dem zweiten Quartal 2012 nur zwei Sell Setups. Und Sie sehen, das eine war treffsicher, da ist die Apple-Aktie von, was haben wir hier, von ungefähr 620 innerhalb kürzester Zeit auf 500 gefallen. Und hier hatten wir ein kurzfristiges Fehlsignal, danach ist aber die Apple trotzdem in den Keller marschiert. Ich meine, so ein Signal hier unten ist immer verdächtig, wenn das Papier vorher schon von $690 auf 450 verloren hat. Da kommt oftmals nicht mehr viel, wenn so eine Bewegung hier abgeschlossen ist. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte mal darauf hinweisen, diese Signale funktionieren größtenteils, nicht immer, aber wenn man ein solches Setup von mir präsentiert bekommt, dann sollte man die Ohren spitzen, die Augen offen halten und das Papier auf die Beobachtungsliste setzen. Also wie gesagt, saisonal soll das Papier hier bis zu diesem Zeitpunkt nach oben gehen. Wenn man halt diese türkise Linie seit 1980 nimmt, dann wäre sogar ein Haltezeitraum bis zum, Moment, wo haben wir es hier, bis zum 17.09. Möglich. So, jetzt habe ich Ihnen ja gesagt, wo die Reise hingeht. Sollte also Apple sich so verhalten, dann würde ein Anstieg über die 200-Tage-Linie kein Signal sein, um auszusteigen, sondern es könnte hier deutlich weitergehen, wie wir es hier sehen. Das ist natürlich jetzt die Frage, aber nichtsdestotrotz, wir rechnen ja, wir müssen ja Prognosen für die Zukunft erstellen und das wäre das mögliche zweite Szenario, wenn es hier nicht zu Gewinnmitnahmen kommt oder eine Stockung. Siehe das Beispiel von Facebook. So, meine Damen, jetzt müssten wir eigentlich Schluss machen, aber ich zeige Ihnen jetzt nochmal, was sehr, sehr bullig ist für die amerikanischen Aktienmärkte. Es ist nur ganz kurz. Sie sehen hier den Dow Utilities, den Versorger, der ist auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen. Das ist eine positive Divergenz, das ist sehr bullig. Und Sie sehen hier zum Schluss noch den Dow Transports, der sieht genauso aus. Und der Nasdaq 100 und der S&P, aber auch der Dow Jones, haben das in den letzten Tagen nicht bestätigt. Wenn also diese beiden Indizes laut Dow-Theorie eine positive Saisonalität ausbilden, dann müssen wir davon ausgehen, dass die anderen Indizes folgen werden. Und während ja in Deutschland das Aktienklima auf Verkauf geschaltet hat, Sie sehen es, hier unten sehen Sie den Indikator, der ist für deutsche Indizes unter die einer Linie gerutscht, das heißt, das deutsche Aktienklima ist nicht mehr gut. Hält sich das amerikanische Aktienklima nicht nur über diese eine Linie, sondern hat auch in den letzten zwei Tagen den Ansatz gemacht, die Konsolidierung zu beenden. Ab jetzt kann man theoretisch laut diesem Indikator von Ralf Görke wieder in die amerikanischen Aktienmärkte investieren. Und das dürfte natürlich ein Grund sein, auch andere Märkte, andere Aktien genauer zu untersuchen. Also momentan ist sowieso die amerikanische Börse, das meiste Potenzial in sich birgt, weil jeglicher Kursverlust wird wieder gekauft. So, das war es eigentlich für heute. Ich will mich heute kurz fassen, habe es wieder mal nicht geschafft. Aber Sie haben jetzt Hinweise, was mit der Apple-Aktie kurzfristig, mittelfristig und langfristig passieren könnte. Ich habe Ihnen auch gezeigt, wieso. Aber wie gesagt, wenn Apple heute das Gap schließt, dann ist das sehr bärisch. Ich erwarte das zwar nicht, aber man muss ja eigentlich mit allem rechnen. Schauen Sie sich noch einmal dieses saisonale Bild zum Schluss an. Da ist deutliches Potenzial nach oben. Und wenn irgendwann in der nächsten Zeit ein Buy-Setup kommt, dann werde ich Sie im Forum von Traders berichten, darüber informieren, weil es könnte ja sein, dass wir dann so eine Bewegung wie hier nach unten, dass wir die gleiche Bewegung wie hier nach oben bekommen. Normal wird es jetzt nicht zur Ausbildung eines Buy-Setups kommen, weil beide gleitenden Linien stehen noch
auf Verkauf. Das darf nicht sein. Die 9 und die 18 Tage Linie müssen auf Kauf stehen. Erst dann haben wir ein relevantes Buy Setup. Tschüss, mein Name ist Thomas Bob und bis zum nächsten Mal.